befinde mich am Feldberg. Heute habe ich Lust zu wandern. Ich glaube, ich habe mir die härteste Route aus dem ganzen Ding rausgesucht. Ich wollte eh nochmal zum Feldberg und dann dachte ich so, kann man das verbinden? Ich kannte diese Broschüre schon. Die gibt es häufig so im Supermarkt, kannst du die so mitnehmen. Aber ich habe noch nie, glaube ich, eine mitgenommen. Und hier sieht man, schwierig wahrscheinlich wieder, Feldbergsteig, 12,5 Kilometer, 502 Höhenmeter, dauert wohl 5 Stunden. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Diesmal bin ich vorbereitet, nicht wie in Freiburg. Ich habe 2 Flaschen Wasser dabei, ich bin eingecremt. Ich habe nochmal mein T-Shirt gewechselt, weil das wird auf jeden Fall zu Todes durchgeschwitzt und ich habe auch die alten Schuhe an. Also ich bin ready. Ich werde mir auf jeden Fall so eine Stoppuhr stellen. Wenn ich nicht abbrechen muss. Sollen wir da mal sehen. Es ist super schönes Wetter. Alles passt. Und jetzt bin ich mal super gespannt. Ach, herrlich. Auch wirklich toll, seitdem es hier dieses Parkhaus gibt. Es ist halt super einfach dann. Ne? Ich weiß nicht wie alt, aber noch nicht mega alt. Das muss ich mir erstmal kurz zurechtfinden. Aus der Natur. Der Weg nennt sich, wie gesagt, Feldbergsteig. Wir beginnen unsere Tour in Feldberg, Ort hinter dem Haus der Natur. Und es geht gleich knackig bergauf in Richtung Panoramaweg. Naja, wenn das jetzt wirklich 5 Stunden dauert, dann werde ich sowieso immer nur so zwischendurch einschalten. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie lange ich jetzt brauchen werde. Achso, ich wollte ja mein Telefon noch stellen, das mache ich mal kurz. Also es ist 11.18 Uhr und man wird dann auch schöne Ausblicke genießen dürfen oder sehen dürfen. Mit der Feldbergbahn bin ich auch in den damaligen Videos schon gefahren und auch Spaß. Ich bin leider hier schon lange nicht mehr Ski gefahren. Das ist traurig, aber wahr. Eigentlich wollte ich Ende letzten Jahres wollte ich herkommen. Aber dann war die Saison, glaube ich, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. War nicht so doll. Hat sich einfach nicht ergeben dann. Oh Mann, da habe ich mir was vorgenommen. Wenn ich das schaffe, dann freut es mich. Hoffentlich sind auf der Strecke auch nicht 1000 Leute unterwegs. Bisher geht's. Kaum einer da. Dann hat man so ein bisschen Ruhe. Auch beim Film. Besitze ich keine Wanderschuhe. Nur diese Wanderstiefel, wie nennt man die? Ich hatte mal irgendeinen Laden geschaut. Da war bei 46 Schluss. Ich will überhaupt nicht wissen, was die meiner Größe kosten. Ich wüsste aber auch nicht genau, was meine Größe ist. Also ich habe ja eigentlich 47,5, also eine 13 in den US. Und bei Nikes zum Beispiel habe ich immer 13. Passt perfekt. Vans zum Beispiel trage ich in einer 47. Passt da irgendwie perfekt. Ich wüsste nicht, wie es bei so Stiefeln ist. Aber die sind bestimmt sehr teuer. Und da ist dann die Frage, okay, brauche ich sonst nie. Dann trage ich lieber meine 50, 60 Euro Nike Revolution 6. Das ist mein Alltagsschuh. Das ist eigentlich so ein Running-Schuh, aber ich finde die total cool. Sehr leicht, angenehm. Trage ich immer. Hab da nicht so 1000 Schuhe. Dann noch mal ein bisschen vorlesen. Sobald wir die ersten Höhenmeter überwunden haben, werden wir bei guter Witterung mit einer atemberaubenden Fernsicht auf die Vogesen im Westen und die Schweizer Alpen im Süden für die Aufstiegsmühe belohnt. Ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Da unten war so eine Kreuzung. Aber grundsätzlich sieht alles gut aus. Ich bin so gespannt, ob das wirklich 5 Stunden dauern kann. Ach so, hier ist das eingeschätzt. Ich weiß nicht, das ist immer so wirklich schwierig zu beurteilen, ob man das sieht. Mit einer GoPro kannst du nicht nah rangehen, die kann nicht scharf stellen, wenn man nur so ranhältst zum Beispiel. Das geht nicht, da bräuchte man so eine extra Linse.
Aber hier steht Kondition und da sind 5 von 6 Sternen eingetragen. Was ist, wenn ich zwischendurch zusammenbreche? Fuck. Ach, wird schon gut gehen. Als ich in Freiburg unterwegs war, ach so, das habe ich auch noch nicht erzählt. Upload, kannst du alles vergessen. Wow. Jetzt geht's ab. Das ist geil. Jesus. Also der eine Akku, der normale GoPro-Akku, hat auch sehr lange gehalten. War ich sehr gut überrascht, fand ich toll. Und ja, Upload kann ich vergessen. Ich habe alles versucht. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mein Atem ist schon ein bisschen schwerer, also nicht wundern. Das hörst du natürlich so ein bisschen auf der Aufnahme. Puh. Ja, gestern der Tag ist so ein bisschen ins Wasser gefallen. Auch wieder. Denn wir waren in Waldshut und Waldshut hatte ich auch schon gefilmt, ist immer wieder eine sehr schöne Stadt. Einfach mega. So auch diese mittelalterlichen Überbleibsel, sehr viele alte Häuser, wirklich viel Historie. Und der Rhein unten, oh, das ist sowas von toll, wenn man unten sein kann. Sitzt du so am Wasser und dann ist es so ein Pott irgendwie, weil ne, Schweiz ist nicht weit weg. Vieles mischt sich und mir ging es eigentlich mehr darum, zu finden, einen Spot zu finden, wo ich vielleicht hochladen kann. Und dann bin ich extra zu einem Obi gefahren, weil ich da noch was anderes haben wollte. Da ging nichts, da war der Upload zu schwach. Da hatte ich vorher schon rausgesucht über so ein T-Mobile-Telekom-Hotspot. Da gab es so ein Gartencenter irgendwie, Dena irgendwie so. Bin ich da auch noch hingefahren. Upload war auch viel zu schwach. Und das hat alles Zeit gekostet, weil ich musste da hinfahren und so. Dann war ich so ein bisschen deprimiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lass es einfach. Es bringt nichts. Es bringt aber nichts. Ja, kannst es vergessen. Das ist jetzt nichts mit Upload. Ich habe im Hotel, das Internet funktioniert nicht. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und über mein Datenvolumen. Ach, das ist einfach too much. Und unterwegs hat es auch nicht funktioniert. Dementsprechend wird alles rauskommen dann, wenn ich dann schon wieder zu Hause bin. Was ich halt schade finde, weil wenn man mal vor Ort was hochladen würde, dann könnte man vielleicht schon direkt vor Ort noch auf Dinge eingehen oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Ich habe gestern mal gesehen, es gibt so mobile WLAN-Dinger, die kann man sich kaufen. Und dann hast du eigentlich überall, nicht überall, aber in den meisten Fällen dann gutes Internet. Zahlst du auch irgendwie monatlich, keine Ahnung. Ja. Nicht so einfach. Huh. Ah. Ich bin schon ein Stück weiter. Das erste Ziel ist eigentlich dieses Bismarck-Denkmal. Und dann der Feldbergturm. Normal sind 12 Kilometer echt keine Strecke. Ich meine, in Freiburg allein bin ich knapp 30 gelaufen. So alles am Tag zusammen und der größte Teil in Freiburg. Aber hier ist natürlich nochmal anders. Ne, mit den Höhen und den ja, Ansteigungen. Aber das ist genau mein Ding. Nachher meine erste Pause mache und ich dran denken sollte, dann gucken wir nochmal das Heft ein bisschen durch. Oh, ein Pferd. Wow. Hier, schöner Ausblick.
gucken wir das Pferd. Das Pferd gucken wir uns auch an. Gucken wir das Heft noch mal ein bisschen durch. Das sind richtig schöne Wege dabei. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich vom Weg abgekommen bin. Ich bin jetzt hier oben. Da hinten ist das Bismarck-Denkmal. Richtig. Hier ist der Feldbergturm. Da war ich auch schon mal oben drin. Ist ganz cool. Schöne Aussicht. Auch das gibt es im Videoformat in der alten Serie. Aber wenn ich auf die Karte gucke, hätte ich von hinten hier hochkommen sollen. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie doch, glaube ich, falsch gelaufen. Ja. Naja, egal. Trotzdem bin ich angekommen hier. Ich würde jetzt nur gerne mal wissen, wo eigentlich der Weg ist. Also ich verstehe es aber auch nicht, weil unten war ja der Start. Ihr habt es ja auf dem Bild auch gesehen. Da stand doch Feldbergstieg. Kühe. Ich habe das Pferd jetzt leider nochmal übersehen. Denn da war ich dann so mal am Grübeln. Da war ich so ein bisschen am Grübeln, wo ist jetzt hier, wo laufe ich jetzt eigentlich lang? Was ist hier eigentlich los? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Habe ich den Eindruck. Naja, viele Wege zum Ziel. Das Ziel habe ich erstmal hier trotzdem erreicht. Das ist ja da, wo man halt auch mit der Feldbergbahn, wie man sieht, ankommt. Und dann kannst du von hier aus weiter, wenn man quasi hier nicht hochlaufen möchte oder einfach da auch das sehen möchte. Das ist für Touristen ganz cool gemacht. Hat man damals auch gemacht. Das ist hier drin. Kannst du es starten. Und dann macht er ein Foto von dir. Und dann kannst du es danach auf der Website abrufen. Und dann runterladen. Das ist ganz cool. Kostet nix. Schauen wir hier mal kurz runter. Ah, in dieser Gondel zu sitzen ist auch toll. So ruhig, dann hat man einen schönen Ausblick. Ich glaube, ja, ich hätte hier, glaube ich, hochkommen sollen. Ich kapiere das nicht. Ich habe offensichtlich was übersehen. Da hätte ich hochkommen sollen, wenn ich das richtig verstehe jetzt. Weil hier am Bismarck-Denkmal geht es dann auch weiter. Ja, und ich bin irgendwie außenrum. Ich bin hier außenrum und bin von unten hochgekommen, wo ich schon dachte, hä, das kann doch gar nicht sein. Ja, ich bin hier, genau, weil man kreuzt die Bahn. Das habe ich nicht. Ja, das ist immer das Ding, wenn du filmst und gleichzeitig irgendwas anderes machst. Das ist dumm. Aber gut, zu spät. Jetzt haben wir es auch erreicht und jetzt sind wir wieder auf dem Track, soweit ich das verstehe, weil anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Und es gab auch keine Beschilderung zwischendurch. Da dachte ich auch schon so, hä, wo sind denn die Schilder? Vorbei. Jetzt nochmal der Feldbergturm im Hintergrund. Weidefelder. Gut, das ist ein cooles Bild. Die Kuh und dann alles, was hier unten sich so abspielt. Das ganze. Die ganze Welt da unten drin quasi. Das ist toll. Genau, ja, hier bin ich richtig wieder, hier geht es dann weiter. Ich werde aber eine ganz kurze Trinkpause machen und jetzt sind wir wieder back on track, der richtige Weg. Ich hab's irgendwie braun. Hä? Lustig. Gut, kann passieren. Es geht weiter. Wir verabschieden uns
Ich habe ein paar Minuten Pause gemacht, bin dann noch zur, ja, so zur Kante gegangen, habe da noch ein Foto gemacht, weil ich habe heute den großen Rucksack dabei, alle Kameras am Start, weil man ja nie weiß, was kommt, wie möchte man es machen, was will man vielleicht einfangen. Ich muss ehrlich gestehen, bisher hatte ich noch gar kein Foto gemacht, weil ich einfach aus der Gegend, wo ich quasi komme und wo ich schon x-mal war, habe ich schon genug Fotos für mich selber auch. Also weiß nicht, das ist halt dann irgendwann so, ja, auch wenn es immer Spaß macht, aber man denkt sich halt auch, okay, ich will vielleicht mal was anderes finden. Und jetzt habe ich eins gemacht. Schon geiler Ausblick. Da oben würde ich gerne ein paar Stunden sitzen. Aber dann schaffe ich das überhaupt nicht mehr. Und jetzt sind wir back on track. Ah, ich mag Kühe. Das erinnert mich auch mal ganz stark an meine Kindheit, wo ich in Bayern immer am Bauernhof gearbeitet hatte. Hatte ich viel mit den Tieren zu tun. Schöne Tiere. Sind wahrscheinlich jetzt schreckhaft, aber vielleicht auch nicht, weil sie es halt komplett gewöhnt sind. Ist immer schwierig zu sagen. Mensch, ich suche gerade nebenbei noch die Seite. Ach, das Pferd! Cool! Das Pferd ist wieder da. Hallo, hoffentlich. Werden es mal in Ruhe lassen. Hier ist die Seite. Ja. Das nächste Ziel ist ziemlich weit laut der Karte. Das ist Punkt 4, Feldberggipfel. Ich will jetzt mal wieder ein bisschen weiterlesen. Was steht jetzt hier? Nach dem Aufstieg zum Bismarck-Denkmal kommen wir an der Bergstation der Feldbergbahn, die wir alternativ zum Aufstieg nehmen können, auf 1450 Metern vorbei. Vorbei am Feldbergturm. So, da steht nämlich vorbei am Feldbergturm. Geht es durch den Grübelsattel zum Feldberggipfel auf 1493 Metern. Ist so ein bisschen schwierig zu lesen, nicht über seinen Fuß zu stolpern und die Kamera noch einigermaßen gerade zu halten. Das ist ja eine Challenge in sich selbst. Oh, ich bin so gespannt, ob ich das schaffe heute. Ich muss es ja schaffen. Ich meine, wenn ich mitten drin stehe, wer soll mich abholen? Hallo, Taxi. Geht schlecht. Ich werde es auch schaffen. Das ist einfach so ein. Für mich ist das sowieso eine Herausforderung. Das ist einfach durch meine Behinderung bedingt. Das ist alles nicht so einfach. Ich habe trotzdem was gefrühstückt heute. Es ging nicht anders. Ich brauchte Energie. Und deswegen. Das ist Feldbergstieg. Alter. Ich fühle mich verfolgt. Irgendwie sind da so viele Leute hinter mir jetzt. Vorhin war es schöner auf dem anderen Weg waren. Deswegen wahrscheinlich. Weil ich auf dem falschen war. egal. Haben wir ein bisschen was verpasst auf dem Originalweg. Damit er mal einen Eindruck bekommt, wie weit ich wieder schon weg bin. Sieht auf der Kamera wesentlich weiter aus als in echt. Das ist witzig, zumindest auf meinem kleinen Display. Vielleicht ist es auch wieder auf dem Bild, auf dem Video dann ganz anders nochmal. Auf dem Bildschirm meine ich. Auf dem richtigen Bildschirm. Ja. Ich muss ehrlich sagen, den falschen Weg, den ich offensichtlich gelaufen bin, fand ich daher besser, weil das schön geteert war. Da hat man das nicht so gespürt. Da könnte man jetzt besser so eine vernünftigen Schuhe gebrauchen. Aber okay. Gerade war der Weg nicht ganz klar. Es hatte sich wieder so in zwei Wege aufgeteilt, die sich aber oben wohl wieder treffen. Also hatte eine Ortskundige zu mir gesagt, es trifft sich oben eh wieder. Da war ein Schild dran, aber das war so mittig auf den Balken angebracht. Also hätte man sagen können, okay, links oder rechts? Irgendwie wäre beides. Da standen einige schon rum, die dachten, hey, wo gehe ich jetzt lang? Und schauen wir mal.
Wird schon passen. Zum Glück habe ich mich vorhin schon eingecremt. Haben sich auch gerade Leute eingecremt. Bei mir steht drauf, dass es bis zu 8 Stunden hält. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe in Freiburg, da war ich mega überrascht. Ich hatte keinen Sonnenbrand. Also das heißt ja wohl, dass meine Bräune, die ich ja schon habe, auch in Berlin schon hatte, weil ich auch viel draußen bin, das muss was gebracht haben dementsprechend. Wo ich ganz froh drüber bin, weil da habe ich es ja total verpeilt. Aber das habe ich alles im Video erzählt. Ja. Da habe ich es echt mega verpeilt. Das war zum Ende hin, ich möchte nicht so dramatisch klingen und so, aber es war schon ein bisschen, es war übertrieben von mir, weil gerade der Weg zurück dann wieder zum Bahnhof, die 3 Kilometer, ich hatte keinen Schluck Wasser und es war so heiß. Ich dachte sowas, wenn ich jetzt einfach umkippe, so dann, keine Ahnung, sowas passiert anderen. Oder das kann mir genauso passieren, klar, nicht anderen, aber weißt du, wie ich meine, das ist ja immer die Frage. Aber ich war froh, dass es dem nicht so war. Also dieser erste Schluck Wasser dann, wo ich dann Wasser hatte, das hat so krass geschmeckt. Das habe ich noch nie so wahrgenommen. Das war verrückt. Also es hat jetzt echt keine Rolle gespielt. Wie sie meinte, die 2 Wege haben sich hier wieder getroffen. Das wäre der richtige Weg gewesen, wenn man es genau nimmt. Aber das war jetzt nicht, kein Ding. Da hinten auch. Superschön. Gerne Like geben, gerne kommentieren für die Anstrengung. Ich habe es mir verdient. Also ich habe gerade mal geguckt, da war ein Schild, wo der Weg quasi natürlich auch wieder zurückgeht. Und zum Haus der Natur wären es 3,5 Kilometer gewesen. Das heißt ja, ich bin 3,5 Kilometer jetzt unterwegs gewesen und hatte jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde. Ich hatte, glaube ich, eine Pause von, ja, weiß ich nicht, 10 Minuten. Ist auch kein Wettrennen oder so, aber ich meinte, wollte nur mal so einen kleinen Zwischenstand geben. Aktuell weiß ich wieder nicht, ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt genau bin eigentlich. Trotzdem nochmal Hütte. Ja, schauen wir mal. Jetzt erstmal wieder den Anschluss finden. So, es gab kein direktes Schild, aber es muss der Weg sein, denn es gibt keinen anderen. Das ist mal ein Ausblick hier. Der ist richtig gut. Bisschen bergab sogar. Wow. Zu sehen. Bergsteig. Oh, das geht ja hier lang jetzt. Ah, ein bisschen Ausblick hier. In Ruhe. Bisher bin ich echt guter Dinge. Also ich habe ja vorhin erzählt, ein bisschen über 1 Stunde unterwegs jetzt und fühlt sich alles gut an. Klar, der Rucksack, man schwitzt sich halt immer direkt durch. Bin froh, dass ich einen Wechselshirt dann im Auto habe.
falls ich danach, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt noch irgendwas machen kann, dann noch irgendwas anderes machen sollte, dann laufe ich nicht mit dem durchgeschwitzten T-Shirt durch die Gegend. Das ist ganz gut. Da haben mich auch gerade zwei gefragt, bist du, ich habe es erst falsch verstanden. Ich dachte erst, die meinten zu mir, das ist der Feldbergsteig. Aber die haben mich gefragt, bist du auch auf dem Feldbergsteig? Und die haben zwei große Hunde dabei. Boah, die sind am Hecheln. Die haben mir auch vorhin noch Trinken gegeben. Das hätte meinem kleinen Hund auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das ist natürlich, die wäre ausgeflippt. Aber da hätte man die nicht von alleine lassen dürfen, auf keinen Fall. Und das wäre dann ein bisschen nervig gewesen auf Dauer. Weil, ja, weil einfach die dann auch zieht und woanders lang will. Gehen wir mal kurz hier an die hier unten ran. Boah, nicht stolpern. Wenn ich hier runterfliege, dann war es das letzte Video. Wenn einer eine Kamera findet, hat er bestimmt eine krasse Aufnahme. Sehr schön. Schöner Wind jetzt. Oh, cool schöne Abkühlung. Hört ihr das? Genau. Man hört einfach gar nichts. Oh, ich rutsch fast weg. Ausblick nach Westen, im Westen der kahle Belchen. 1418 Meter, 14 Kilometer entfernt. Trubelsmattkopf, 1281 Meter, 8 Kilometer. Und Schauinsland, 1285 Meter, 8 Kilometer. Mit dem Ort Hofsgrund. Ich muss ehrlich sagen, dass ich zwischendurch so immer so ein bisschen am Zweifeln bin, ob ich noch richtig bin. Es gibt ja gar nicht viele Wege, aber dann kommen irgendwie keine Schilder. Dann denkt man so, wenn ich jetzt hier kilometerweise langlaufe und ich bin auf dem falschen Weg, dann kriege ich irgendwann ein Problem. Ne? Aber jetzt hatte ich hinter mich geschaut und da kamen auch Leute. Also, und vor allem sind hier vorhin auch viele hochgegangen. Plötzlich in einem Schwung sind hier ganz viele hochgekommen. Also ich vermute mal, dass es noch nach wie vor stimmt, hoffe ich mal. Was mir hier gut gefällt, dass man hier jetzt, wie auch an dem Ding hier beschrieben, ich lese das gleich nochmal vor, dass das so schmale Wege jetzt sind. Das ist der Abstieg. Feldberggipfel aus 1493 Meter, das muss das ja gewesen sein. Danach wagen wir den Abstieg zu St. Wilhelmer Hütte. Alternativroute über den Tottnauer, über die Tottnauer Hütte und Zastler Hütte und zur Baldenweger Hütte, in denen wir eine Vesperpause einlegen können. Naja, ich werde eine Trinkpause einlegen. Hier wäre es natürlich von Vorteil, wenn man auch so krasse Schuhe hätte, wie ich sie jetzt schon oft gesehen hatte. Diese Wanderstiefel da habe ich nicht, wie angesprochen. Ich muss auch echt ehrlich sagen, ich bin so ein Typ, wenn man angenommen, das wäre jetzt so, ne, auf Spaß, es würde so heißen, ohne diese Schuhe würden schaffen sie diese Route nicht. Dann würde mich das sofort herausfordern. Dann würde ich sagen, nein, ich muss euch das Gegenteil beweisen. Ich habe heute keinen Autan drauf gemacht. Ich hoffe. Also bisher habe ich allgemein überhaupt nichts in die Richtung erlebt. Ich habe irgendwie mit vielen Wespen gerechnet. Keine, na, vielleicht eine mal gesehen. Ich habe mit Mückenstechen, Stichen gerechnet. Auch keine bekommen bisher. Ich meine, kann man sich nicht beschweren, aber ich
dachte schon, das kommt alles auf mich zu. Bisher überhaupt nicht der Fall gewesen. Verrückt. Verrückt. Richtig verrückt. Finde ich immer so krass, wenn da so die Wurzeln so. Stolperfallen. Jetzt hätte ich gerne einen genauen Kilometerzähler. Na gut, ich könnte mal auf mein Handy schauen. Ich bin vor der Tour nur Auto gefahren. Deswegen, das müsste jetzt alles, könnte man mal abgleichen. So, hier ist wieder mal ein Schild. Feldbergsteig. Dann war das der Gipfel. Da oben habe ich, logisch, aber da oben habe ich gar kein Schild irgendwie gesehen, deswegen konnte ich es nicht ganz zuordnen. Cool. Ja, ist ein nicer Trail. Schöner Weg. Da bin ich mal gespannt, wie lang das Video wird. Bestimmt mehr als eine Stunde. Ich schalte mal so zwischendurch. So mache ich es ja immer, ist ja klar. Oder spontan irgendwie. Dann laufe ich wieder ein bisschen. Dann mache ich wieder weiter. Und so. Ich bin so ein Fan jetzt von der GoPro geworden. Weil sie auch einfach viel leichter ist. Nochmal einen Tick leichter auf jeden Fall. Und ja, macht Spaß. Also auf meinem Handy steht 7 Kilometer. Ich glaube, das kann nicht ganz stimmen. Ich glaube, das ist weniger aktuell. Ich weiß aber auch nicht, wie jetzt hier diese Health-App wirklich gut mitrechnet bei solchen Wegen. Ich finde, so im normalen Straßenalltag, sage ich mal so, in Städten oder sonst wo, da passt das immer ganz gut, weil ich da auch Strecken dabei sind, die ich immer auch kenne. Da kommt es immer recht gut zusammen, die Strecken. So denke ich auch, Freiburg war auch richtig. Aber hier, ich weiß nicht. Na, ist auch egal. Am Ende weiß ich ja laut Broschüre, wie lang der Weg eigentlich gewesen ist. Und dann habe ich ja meine Strecke. Das heißt, wir sind dann... Es gibt jetzt eigentlich nur noch das nächste Ziel an sich, das nächste große Ziel ist der Feldbergsee. Aber der ist noch weit weg. Boah, da sind die Hunde schon wieder. Wie schnell sind die jetzt hinterhergekommen? Die waren total weit weg. Sind die gerannt? Jesus. Wo haben die eine Abkürzung genommen? I don't know. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera gut rüberkommt. Aber man kann den Abstieg auch viel schneller machen natürlich, indem man immer so rumspringt von einem Punkt zum nächsten. Man muss den nicht so langsam laufen. Action Cam. Oh. Nice. Das ist wahrscheinlich diese Vespa-Stube. Bin ich ganz sicher. Dieser Abstieg gefällt mir bisher wirklich am allerbesten, muss ich sagen. Einfach so quer durch die Natur durch. Frag mich auch, ob diese Wege, ob die irgendwann mal dafür angelegt wurden, damit man halt so eine Tour machen kann, oder ob die einen anderen Ursprung haben. Wo das einfach ein Weg war, letztendlich für Leute hoch und runter zu kommen, ohne jetzt diesen Tourismusaspekt. Sicherlich, wenn es so gewesen wäre oder war, dann wurde der natürlich so ausgebessert, Brücken und alles nochmal installiert, wahrscheinlich neu und ausgeschildert. Aber das ist eine interessante Frage.
Aber Wasser entspannt mich immer sofort. Aha, 2014. Super schön hier. Ich habe gestern mich erst dazu entschlossen, das heute zu machen. Und jetzt freue ich mich so sehr, weil ich habe manchmal so Momente, ich bin so ein verdammt spontaner Mensch auch teilweise. Und dann switche ich so oft hin und her und denke mir, nee, jetzt klappt nicht und dann doch anders. Und dann habe ich mir heute Morgen gesagt, nein, du machst das jetzt, egal was kommt. Und freue ich mich. Ich weiß gar nicht mehr, bis wohin ich gelesen hatte. Genau, Vesperpause. Und dann steht hier, hier beginnt der eigentliche Steig. Also das wäre dann, ja, das kommt dann jetzt gleich. Und der Weg, schmale Pfade, kleine Brücken und ein hochabenteuerliches Naturerlebnis. Ach nein, jetzt habe ich den Finger vor der Linse. Scheiße. Anfängerfehler. Ich will noch mal ein bisschen weiter vorlesen. Es ist nicht mehr so viel. Ich war ja, glaube ich, mit der Vesperpause und diese ganzen Hütten. Und genau. Hier beginnt der eigentliche Steig. Schmale Pfade, kleine Brücken. Und ein hochabenteuerliches Naturerlebnis. Der Weg führt uns weiter zum idyllisch gelegenen 300 Jahre alten Reimatihof. Reimatihof, ja. Der uns in seinen heimeligen Vesperstuben und Köstlichkeiten verwöhnt. Bis dahin, dann kommt eigentlich der letzte Abschnitt. Ja. Ach, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Einen Moment. So, die ersten Hütten. Die Baldenweger Hütte. 1,2 Kilometer ist die noch entfernt. Glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, da war so ein kleines Schild. Schauen wir mal. Ah, schön gelegen auch. Gibt es noch ein paar andere Wörter anstatt schön? Ich will nicht mal selber sagen, aber wie soll man es anders beschreiben? Wer sich für Pflanzen interessiert auch, wird hier einiges sehen. Zastlerhütte, genau, das stand hier auch drin, Zastlerhütte. Ja. Jetzt weiß ich auch, jetzt sieht man das hier. Vielleicht sieht man das irgendwie schwierig. Hier, da bin ich. Und hier hat es angefangen. Wow. Ich gucke jetzt mal gleich aufs Handy, wie lange ich unterwegs bin. Leider ein bisschen überbelichtet. Feldbergsteig, Baldenweger Hütte, 1 Kilometer. Jetzt geht es wieder bergauf. Es war schön, bergab. Jetzt werden wir wieder gebraucht. Ja, bin ungefähr jetzt wahrscheinlich 1:43. Es war 1:41, wo ich geguckt hatte. Und ich war vorhin so ein bisschen perplex, weil ich mich verguckt hatte. Ich dachte, ich wäre schon viel weiter und wäre schon fast bei diesem Gasthaus Reimatihof oder wie das heißt. Und dann dachte ich so, what? Das kann ja gar nicht sein. So weit kann ich da noch gar nicht sein. Bin ich auch nicht. Puh. Jetzt kommt wieder ein Aufstieg. Ich sag mal so, ich würde sowieso jetzt nichts festbrennen. Ich kann jetzt auch gar nichts essen durch die Behinderung. Aber Pause hätte ich jetzt auch noch nicht machen wollen, weil ich bin gerade so ein bisschen drin in dem ganzen Move, im ganzen Flow. Das heißt, ich will es noch gar nicht unterbrechen. Aber ich glaube, ich werde bei der Baldenweger Hütte, da werde ich eine Pause einlegen und dann werde ich dort was trinken.
Da kommt man direkt wieder außer Atem. Aber ich merke zum Glück, ich habe ja schon lange das Rauchen aufgehört, das regelmäßige Rauchen. Und früher hätte meine Lunge gebrannt. Das tut's nicht. Schon mal gut. Yes. Let's go. Mein Puls ist hoch. Der Anstieg bis hier war echt nicht ohne. Ich versuche gerade so ein bisschen meinen Atem zu kontrollieren. Alter Falter. Jetzt verstehe ich, was die meinen. Jetzt beginnt der eigentliche Steig. Das stimmt. Aber ist geil. Schöne Herausforderung. Und ich denke, jetzt tut man auch ein bisschen was für seine Kondition. Wenn ich öfters hier wäre, wenn ich hier wohnen würde, ich würde alle möglichen Wege, Strecken machen. Das wäre echt toll. Geschafft. Das ist die Baldenweger Hütte. Hier bin ich jetzt. Boah, das war ein Aufstieg. Ach, der hatte schon ein bisschen was in sich, muss ich echt zugeben. Jetzt mache ich erstmal eine kurze Trinkpause. Was Falsches erzählt. Das ist eine andere Hütte. Hier steht Naturfreundehaus Feldberg. Also entweder kommt die Hütte noch oder ich bin schon wieder irgendwie, ich weiß es nicht. Ich hatte nämlich im Internet geguckt, ich glaube, es sieht anders aus und es stand auch nirgendwo dran. Also, ich weiß es jetzt gerade nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es ist eine andere, nicht eingekennzeichnete, jedenfalls hier nicht eingekennzeichnet. Egal, ich bin wieder auf dem Feldbergsteig. Jetzt kommt eine lange Passage, wo eben nichts als Ziel, ach, dann ist die wahrscheinlich da unten, kommt jetzt, wo lange nichts als Ziel eingekennzeichnet ist. Das nächste Ziel, dieser Gasthaus, was ich vorhin schon meinte, Reimatihof. Vielleicht ist das hier aber auch nur, Anführungsstrichen nur, ein normaler Hof von der Landwirtschaft. Diese Baldenweger Hütte, ich weiß jetzt nicht, wo die genau ist. Ja, wie gesagt, es kommt jetzt eigentlich nichts Großartiges. Bis auf die, dann kommt diese und danach dieser Feldsee. Da bin ich auch mal gespannt. Und wenn man beim Feldsee ist, dann ist das auch schon so die letzte Passage. Was steht denn jetzt hier so dran? Jetzt schauen wir mal. Okay, da sind immer nur die näheren Ziele, leider nicht die komplette Strecke. Reimatihof, 3 Kilometer von hier aus. Okay. Ich glaube, das ist vielleicht die angesprochene Hütte. Sieht eher danach aus, wie ich auf den Bildern das gesehen hatte, glaube ich. Ja, Waldhaus gesponsert. Hat man auch selten. Normalerweise immer Rothaus, Waldhaus. Rothaus ist aus meiner Sicht da, nicht nur aus meiner Sicht, das ist ja auch so Konkurrenzunternehmen. Ich habe gestern im Supermarkt diese Fässer gesehen, diese 5 Liter Fässer, die man sich so zu Hause hinstellen kann, Partyfässer. Da war das Waldhausfass 1 Euro teurer, standen genau gegenüber. Und
An der Brauerei bin ich auch schon ein paar Mal vorbeigekommen vom Waldhaus. Das Gelände ist auch kleiner. Würde ich jetzt mal einschätzen. Gegenüber dem Rothaus. Let's keep on walking. Also ich bin jetzt 2 Stunden unterwegs. Bis zu diesem Reimati-Hof sind es jetzt 3 Kilometer, habe ich glaube ich gerade eben schon erwähnt. Und dann hat man echt schon auf jeden Fall den größten Teil geschafft. Dann ist das nächste Ziel, wie angesprochen, der Feldsee. Nochmal ein Blick zurück. Nochmal einen schönen Ausblick hier. Feldsee. Boah, ich hätte Schwimmklamotten mitnehmen müssen. Da wäre ich jetzt gern reingesprungen, obwohl ich gar nicht unbedingt so der einfach in See reinspringen Typ bin, aber heute nach der Tour, boah, das wäre jetzt geil. Hab mich jetzt auch leider nicht abgekühlt. Da vorne waren diese Brunnen, sag ich mal. Ja, 2 Stunden knapp, mehr als 2 Stunden. Und wenn ich das jetzt auf der Karte betrachte, naja gut, wenn vielleicht ende ich bei 4 Stunden oder so. Kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht einschätzen. Keine Ahnung, schwierig, wirklich schwierig zu sagen. Wenn man das wissen will, hier riecht es sehr gut. Schön Waldgeruch, gemischt mit einer schönen Wiese. Das Wetter ist einfach perfekt. Zurzeit ist ja hier auch in Süddeutschland, ne, diese, zumindest auch gestern noch, Gewittergefahr, und das ist ja auch so, dass da relativ plötzlich dann einfach so Zellen entstehen. Aber toi toi toi, bisher habe ich noch nichts erlebt. Man sollte niemals einfach so aus so kleinen Bächen trinken. Es kann immer mal sein, dass irgendwo weiter oben ein totes Tier im Wasser liegt. Und dann hast du ein Problem. Ich weiß nicht mehr, wer das mir erzählt hatte. Ob es mein Vater damals war, beim Militär. Mein Vater war damals bei den Bergsteigern, das ist ja diese Eliteeinheit. Ich glaube, er war das. Ich habe ja schon lange nichts mit dem zu tun und so. Aber früher hat er mir auch manchmal so Stories erzählt, und da war er nämlich genau, vielleicht war er das oder einer meiner Onkels. Und da ist sowas passiert. Da lagen dann einige flach. Die haben getrunken. Und da war irgendwie weiter oben dann totes Tier im Wasser. Das war dann nicht so nice. Das ist schön angelegt hier. Oh. Okay. Oh nein, wo gehe ich lang? Hier oder hier? Spaß. Ja. Ich bin jetzt gerade wieder froh, dass ich runtergehen kann. Ist immer entspannter. Zum Glück habe ich noch meine Schuhe gewechselt und die älteren Botten angezogen. Die haben schon einiges mitgemacht. Ah, wieder angenehm hier. Das ist schön. Ich muss auch sagen, meine Nike-Schuhe, die Sohle ist gerade so dick genug. Also ich spüre die Steine jetzt nicht unangenehm durch. Ich überlege gerade so, wenn man spaßeshalber, wenn ich mit Vans langlaufen würde. Oh mein Gott. Dann könntest du auch gleich barfuß laufen. Oh, die werden wahrscheinlich auch nach einem Weg werden die kaputt. Das sind ja sowas von dünne Schuhe letztendlich.
Aber ich finde die perfekt eigentlich, super. Klar, ich gehöre nicht zum Club der tollen Bergwanderer. Aber whatever. Ich bin immer so ein bisschen anders auch mit den Herangehensweisen. Aber wenn ich irgendwann mal welche finden sollte in meiner Größe, die jetzt nicht Unmengen kosten, vielleicht lege ich mir sowas doch mal zu. Ich meine, rauswachsen tue ich auf keinen Fall mehr und halten tun die wahrscheinlich auch ewig. Vor allem, wenn man sie dann ja nicht so häufig trägt. Muss auch dazu sagen, abseits davon, was mich richtig freut, ich bin immer noch auf dem ersten Akku, auf dem blauen, und man merkt richtig, wie sich die Akkus jetzt auch langsam sind nochmal einen Tick besser geworden durchs Aufladen, Entleeren, Aufladen, haben noch ihre Leistungen gesteigert. Merkt man deutlich. Merkt man wirklich deutlich. Das ist natürlich gut. Der Enduro wartet noch auf mich. Und ich hatte heute eigentlich überlegt, ob ich noch entweder nach Titisee fahre oder mit dem Boot. Aber jetzt muss ich erstmal ankommen und dann werden wir sehen, wie es ist. Wow, umgefallener Baum, wie so eine Brücke. Jetzt kann er hier, werde ich es direkt versuchen. Einmal rüber. Boah, wenn ich die Zeit hätte, ich würde einfach jeden Weg durchmarschieren. Immer einen pro Tag. Das wäre cool. Das war mal eine Challenge. Aber da bräuchte man, glaube ich, weiß nicht wie viele Wochen. Müsste man einplanen. Das ist jetzt richtig cool. Aufpassen. Wow, hier ist Stein drunter. Wenn du da nicht aufpasst, haut es dich nach vorne. Also einfach Stein, nichts drüber. Das ist das Glatte dann. Kann schon gefährlich werden. Ah. Das ist ein richtig schöner Weg. Abwechslungsreich, es riecht verdammt gut, so wie man es im Schwarzwald kennt. Ah, richtig schön. Ich bin mal gespannt. Ich wollte eigentlich sagen, richtig schön Bewegung oder so. Irgendwas in die Richtung. Ich bin auch mal gespannt. Man kann ja auf dieser App, die bei Apple installiert ist, kann man auch so sehen, jeden Tag die Strecken, die man zurückgelegt hat. Mal gespannt, was zusammengekommen ist. Oh, wenn ich dran denken sollte. Puh, bin gerade hängen geblieben. Dem einen Fuß. Yo. Dang. Im Winter muss es auch geil sein. Wenn es Schnee liegt. Im besten Falle. Das ist ja auch nicht mehr garantiert. Hier wird es richtig. Jetzt läuft man richtig durch den Wald. Boah. Richtig eng. Oh. Yes, jetzt sind wir hier unten.
Mal gespannt, wo wir jetzt sind. Wie weit es noch ist bis zu diesem Hof. Als ich aus dem Wald rauskam, war gar keine Beschilderung so richtig. Und dann dachte ich erst wieder, Aber dann habe ich einfach mal auf dem Handy geguckt und das ging rechts lang. Das Ziel ist ja dieser Hof, wie gesagt. Und dann war auch jetzt gerade eben so ein ganz kleines Schild oben am Baum. Feldbergsteig. Jetzt ist mein Schuh locker. Ich muss erstmal meine Schuhe wieder festbinden. So richtig. Und ich bin aus Versehen mit einem ins Wasser gekommen. Super. Es macht richtig Bock. Also ich bin richtig gut eingelaufen mittlerweile. Möchte auch gleich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den ich mal in Frage stellen will. Jetzt muss ich erstmal gucken. Hier oben oder hier unten? Das ist auch wieder so ein Moment. Hier oben oder hier unten? Hier oben oder hier unten? Reimerhof, Reimati-Hofweg. Naja, da oben ist auch wieder das Schild am Baum versteckt. Genau, machen wir jetzt erstmal die Schuhe nochmal zu. Ich bin guter Dinge. 2,5 Stunden bin ich jetzt dabei. Es macht mega Spaß. Und der Hof sollte bald erreicht sein. Es ist super schön, wie ich das schon 1000 Mal gesagt habe, aber es ist wirklich so. Und Mann, das ist echt eine coole Idee. Aber die Zeit habe ich jetzt gar nicht mehr dafür. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Wirklich mal eine Tour nach der anderen. Schauen wir hier. Hört man schon plätschern. Ich glaube, hier kühle ich mich mal kurz ab. Ein bisschen abkühlen. Geht das? Klar, der Sonnenschutz ist flöten, zumindest im Gesicht. Wobei da stand auch, dass es wasserfest ist. Keine Ahnung. Aber das war es mir jetzt wert. Jetzt muss ich da aufpassen. Ich denke, es sollte hier lang gehen. Ja. Puh, das war eine nice Abkühlung jetzt. Obwohl ich das hätte ich mehr gebraucht. Hier ist wieder so ein kleines Schild. Feldbergsteig. Das hätte ich gebraucht, als es so ganz steil hochging. Da hätte ich mich reinfallen lassen. Das war so der härteste Teil bisher. Es gab diesen einen Weg, wo es wirklich so recht schräg hochging zu der ersten Hütte da. Das war glaube ich die Hütte, wo ich das erst als falsche Hütte deklariert hatte. Das war gar nicht die ich dachte. Das davor, das war echt, boah, und das ist der Punkt, den ich ansprechen wollte. Das mache ich jetzt gleich nochmal im anderen Clip. Ja, dieses Ding halt mit dieser Kondition 5 von 6 Sternen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das hundertprozentig gemeint ist. Klar, es gibt diese Abschnitte, die schon herausfordernd sind, aber ich habe hier auf der Strecke und ich möchte niemandem zu nahe treten. Oder wie auch immer, ich habe Leute gesehen, die extrem durchtrainiert sind. Ich habe junge Leute gesehen, alte Leute gesehen. Leute gesehen, die etwas fülliger waren und Leute wie ich, die dünn sind, aber jetzt auch keine Supersportler. Also ich glaube, das können viele schaffen. Ich wüsste auch gar nicht, wie man jetzt zwischendurch wohin kommen soll. Also wenn du einmal anfängst, dann gut, du kannst zurücklaufen, aber also du hast auch Pausemöglichkeiten überall oder auch zwischendurch irgendwo dich hinsetzen.
Weiß ich jetzt nicht, aber gut. Weiß jetzt nicht, ob man das gut erkennt. Aber hier ist eine Strecke drin. Die ist 119 Kilometer. 3081 Höhenmeter. Beziehungsweise, ja, 6 Etappen. Das wäre ja auch krass. Ich weiß gar nicht, wie das da alles vorgeschlagen ist. Und dann gibt es noch eine andere, die hat irgendwie 16 Kilometer. Da steht auch, dass man 5 Stunden brauchen würde. Wo ich mich frage, die hier hat 12,5, auch 5 Stunden. I don't know, wie das alles eingerechnet ist. Höhen und Tiefen, weiß ich nicht genau. Das Heft, das gehe ich später nochmal ein bisschen durch. Das finde ich total cool. Kilometer Wandersteig Reimati-Hof. Ich finde diesen Namen so witzig. Habe ich vorher noch nie gehört. Ist auch irgendwie so ein ungewöhnlicher Name, wenn du so andere kennst. Ja, aber ich weiß nicht. Ist halt dann Familienname. Reimati wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Who knows? Ja, ich glaube, ich habe schon über 40 Clips aufgenommen. Kommt einiges zusammen, aber ich bin immer noch im ersten Akku. Das ist wirklich gut. Der ist jetzt bei 25%. Uiuiui. How do I come over this? Zwei Bäume. Ah. Zack. So eine Wege hier so. Die ein bisschen schmäler sind, wo es auch mehr so durch den Wald noch geht, gefallen mir immer besser, als wenn man so auf den ganz, ich sag jetzt mal, cleanen, sauberen Wegen irgendwie ist, die so, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll. Also alles, was so ein bisschen mehr so Offroad-mäßig ist, gefällt mir noch besser. Da steht da Feldsee 1 Kilometer. Aha. Guckt euch das an. Ram, der Hof. Und dann fällt sie. Das ist alles nicht mehr weit. Und dann sind wir schon bei der 5. Schon bei der 5 angekommen. Und dann geht es hier noch weiter. Und dann sind wir schon wieder da. Jesus. Das ist crazy. Ich werde jetzt bei dem Reimati-Hof nochmal eine kleine Trinkpause machen. Das ist auch mal nice. Nicht nice. Das ist nicht nice. Das ist doch immer scheiße so, den Rucksack abzunehmen. Wenn man so durchgeschwitzt ist. Und wenn man den danach wieder aufsetzt. Wer kennt das? Dieses kalte Gefühl. Eklig. Aber lässt sich leider nicht vermeiden. Es geht wieder bergab. Vögel im Hintergrund. Ich versuche gerade noch so ein bisschen Schatten reinzukriegen, keine Ahnung. Sieht man das jetzt? Ja, ich hoffe schon. 2,45. Und der Reimati-Hof ist in greifbarer Nähe. Jetzt habe ich gerade ein bisschen schräg, weil ich jetzt gerade das Handy wegpacken muss. Einen Moment. Komm schon. Zack. Gehen wir hier runter. 2,45. Unter 3 Stunden. Und der Feldsee ist auch nicht weit. Ich glaube, ich komme auf 4. Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal jetzt 4 Stunden würde ich schätzen. Für die gesamte Route. Das wäre dann 1 Stunde weniger, als es in dem Heft steht. Ich meine, es war kein Bett drin und ich kenne keine Zeiten oder sonst irgendwas. Und das ist auch nichts, bedeutet jetzt nichts viel. Aber trotzdem ganz cool zu wissen. Also das finde ich ein lustiges Gefühl, wenn man sozusagen die angegebene Zeit schlägt. Das wäre schon mal cool.
Hätte mich jetzt geärgert, wenn ich jetzt länger gebraucht hätte zum Beispiel. Meine Pausen waren ja wirklich sehr kurz nur. Ich hätte bisher 2, glaube ich. Jetzt habe ich den so oft erwähnt, jetzt muss man mal einen Blick drauf werfen, weil der Weg geht da lang weiter. Raimati-Hof. Schauen wir mal ganz kurz, ich laufe jetzt nicht ganz hin, glaube ich, das ist ein Tick weiter. Muss die Kraft sparen. Ah, sowas ähnliches wie im Blasiwald. Das ist ja auch, habe ich ja auch gezeigt. Das Kreuz mit dem, wo ich die gemeint habe, stecken immer so eine kleine Blume rein, jedenfalls früher auch. Ist doch wie im Film, da müsste jetzt so eine Schwarzwaldmusik loskommen und dann kommt so der Landdoktor. Der Schwarzwaldarzt. Beautiful, beautiful. Die erste Flasche ist leer. Ich trinke zurzeit gerne dieses Vitrex. Kriegt man auch teilweise in Berlin. Das ist ja dieses Schwarzwälder Wasser. Was für mich aber immer wie so ein Putzmittel klingt. Vitrex, keine Ahnung. Das ist mein Rucksack. Schuhe sind durch, würde ich sagen. Ja. Naja, dafür sind sie jetzt auch nur noch da, sind die alten. Können ruhig dreckig werden, werde ich später noch ein bisschen sauber machen. Ein kurzes Päuschen und dann geht's weiter. Vom Raimati-Hof geht's weiter. Feldsee, 500 Meter. Haus der Natur, wo wir angefangen haben. 2,2. Und dann haben wir die Strecke schon bewältigt. Mein Akku ist bei 17%. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es bis zum Ende noch reicht. Darf nicht. Gut, der wird mir ja was anzeigen. Ich habe noch nie den Akku komplett während, glaube ich zumindest, glaube nicht, komplett leer gemacht. Ich habe immer schon einen Tick vorher. Ich glaube in Freiburg war es bei 8%. Und dann werde ich den noch wechseln mal. Mit der schönen Sonne im Nacken gehen wir auf den letzten Abschnitt. Die Route mit dem Fahrrad zu fahren muss auch Spaß machen, wobei die heftigen Anstiege, weiß ich nicht, wie ich das hätte schaffen sollen, hätte ich nicht geschafft, hätte ich schieben müssen irgendwie. Aber ansonsten durch den Wald durch und so, schon krass gewesen. Muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwie einen Unfall baut und auch wegen den anderen natürlich. Insgesamt auf der Strecke, naja, es waren schon ein paar Leute unterwegs. Zwischendurch gab es immer mal so Passagen, wo du dann ja plötzlich so vermehrt Leute um dich rum hattest. Aber es hat sich dann auch immer ganz schnell wieder verteilt. Der Feldsee. Ja, der Weg geht dann hier so am Feldsee entlang. An dem See war ich noch nie gewesen. Allgemein war ich noch nie in der Ecke hier. Aber das habe ich bestimmt auch vorhin schon erwähnt. Da unten an der Ecke, wo ich angekommen bin, war es auch kurz unklar. Hier ist jetzt rechts oder links. Aber dann habe ich es nochmal gecheckt. Habe jetzt den Akku gewechselt, der war bei 12%. Das reicht. Jetzt ist der Enduro drin. Das ist auch so ein cooler Vorteil bei der GoPro. Du kannst den Akku von der Seite wechseln. Das heißt, du musst das Stativ oder was auch immer du dran hast, musst du nicht abschrauben.
wohingegen das bei klassischen Kameras häufig unten ist. Nähe der, wo du es reinschraubst. Und dann musst du eigentlich immer kurzes abschrauben und wieder ranschrauben. Das muss man hier nicht. Das ist ein weiterer Vorteil, wie ich finde. Cool gemacht. Okay. Feldbergsteig. Da geht's weiter. So. Es geht wieder bergauf. Man sieht, wir sind immer noch an dem Wasser. Also in der Nähe. Ups. Das heißt ja, wir sind jetzt irgendwo hier. Ja. Mann, jetzt bleibe ich ständig bei so Steinen hängen. What the hell? Wenn man hier so auf die Karte guckt, ich kann nicht so nah rangehen, aber hier ist so ein Knick. Hier, da, das ist eigentlich aus meiner Sicht das hier. Knick und hoch. Zum Abschluss nochmal ein schöner Anstieg. Ich habe die ganze Zeit gar nicht auf die Uhrzeit geschaut. Bin mal gespannt. Gut, ich könnte es hochrechnen, aber... Bin mal gespannt, was am Ende wirklich steht. Wieder ein Stück weiter. Ich sag so, der letzte Abschnitt hier ist jetzt auch nochmal herausfordernd. Echt eine gute Ansteige. Anstieg. Hier sieht man es auch wieder. Dieses über meinen Daumen hin und her. Das ist jetzt hier gerade hin und her. Zickzack, hier geht es auch wieder um die Ecke. Das kostet natürlich nochmal Zeit, was sich auf meine allgemeine Zeit niederschlägt. Aber das ist natürlich auch klar. Dadurch entstehen auch diese Stunden dann, weil es halt dann nicht, natürlich nicht ebenes Laufen ist, wo man schnell Meter macht. Das ist klar. Die GoPro hat soweit sehr gut mitgebracht. Bin sehr zufrieden. Puh. Noch einen Blick zurück. Ja. Puh. Ich bin wieder da. Ich werde hinten am Haus der Natur auf die Uhr schauen. Das ist dann sozusagen meine Zeit. Wow, ich freue mich gerade ein bisschen. Das war schon auch eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Vor allem muss ich echt sagen, der letzte Teil, da war jetzt echt nochmal gut was drin.
Und ich habe den Eindruck gehabt, als hätte ich eine Frau, die ich vorhin auf dem ersten stärkeren Anstieg, als wenn ich die schon mal überholt hätte, hatte ich sie nochmal überholt. Und zwar wieder beim Anstieg. Die Feldbergbahn. Die Sonne knallt. Besser als Regen. Ich hab's geschafft. Yes. Yes, 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 yes. Schwierig zu sehen. Scheiße. Hier, glaube ich, kann man es sehen. 3 Stunden 30. Haus der Natur. Da hat alles angefangen. 3 Stunden 30, das lasse ich gelten. Ups, ich verblocke hier gerade das Bild. Sorry. Hier hat alles angefangen. Da bin ich irgendwie falsch gelaufen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was ich da eigentlich falsch gemacht hatte. Vielleicht kann ich das von hier aus feststellen. Und das ist jetzt 14.45 Uhr, glaube ich. Mal kurz gucken. Ja, 49. Ich weiß gar nicht mehr. War das 11.15 Uhr? Bin mir gar nicht mehr sicher. 12 Uhr, 13, 14. Ja, auch klar, sicher, logisch. Was rechne ich nach? Die Zeit, die ich gestoppt hatte. Ja. Keine Ahnung. Ich bin hier losgelaufen. Und dann bin ich irgendwo. Ah, hier. Pfeil. Ich weiß auch nicht, ich bin hier lang gelaufen, aber irgendwie war das falsch. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Egal, wir haben es ja sowieso trotzdem geschafft. Ich gehe jetzt erstmal zum Auto. Wie man unschwer erkennen kann, ich sitze gerade im Auto, habe mein T-Shirt schon kurz gewechselt. Ich bin jetzt gerade echt durch. Parkhaus für die 3,5 Stunden hat jetzt 8 Euro gekostet. Ja, kommt schon was zusammen. Dafür steht es im Schatten und sicher. Wobei hier jetzt nicht wirklich viel passiert in der Umgebung oder so, aber trotzdem, ich finde es cool, passt schon und es ist kühl. Das ist super, weil draußen wäre es auf jeden Fall wärmer gewesen. Deswegen ist es cool. Ich glaube, jetzt ist so ungefähr 15 Uhr oder was. Ich fahre jetzt erstmal wieder nach Hause. Ja, ich denke, ich gehe unter die Dusche. Ich werde jetzt während der Fahrt die Kamera schon ein bisschen aufladen, habe das Kabel vorhin mitgenommen und ich gehe nachher, denke ich, noch mal raus. Also ich werde heute bestimmt noch mal was aufnehmen, vielleicht, wahrscheinlich. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Und dann mache ich vielleicht heute sogar noch weiter. Das war's jetzt aber erstmal. Ich glaube, das ist das längste Schwarzwald-Video, was ich jemals gemacht habe. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn jemand mal hier sein sollte, diesen Weg zu laufen. Mega. Und ja, gerne liken, gerne kommentieren. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.